Moin und herzlich willkommen beim Flatternradler, der wie immer unterwegs ist. Denn es ist ein langes Wochenende, das Himmelfahrtswochenende, ja, Brückentag, somit 4 Tage frei. Ich hatte viel geplant, aber wie ihr seht, ich bin mit der Fähre gefahren, also bin ich jetzt in Schweden, wieder in Helsingborg wie vor einem Jahr. Ich hatte ganz viele Routen, aber musste ich schauen, wo das Wetter am schönsten war. Es ist eigentlich überall schön dieses Wochenende, aber Schweden war mein Favorit. Ja, und da bin ich nun, hier drüben in Helsingborg, da drüben ist Helsingør, Dänemark. Ja, ganz klasse wieder diese. Das ist so ein Opening, diese Fährfahrt, das ist einfach genial. Ja, was soll ich sagen? Es wird ein kleines Abenteuer. 400 Kilometer, schätze ich, so wird die Runde werden. Ich komme wieder hierher am Sonntag in 4 Tagen. 3 Nächte dazwischen, irgendwo in der Wildnis. Ja, ich will das Allemannsrecht komplett ausnutzen. Kein Campingplatz, kein Hotel. Eigentlich so ein bisschen autark irgendwo schlafen. Ist ja möglich. Ich weiß nicht, ob da ein Shelter, ob ich den finde oder kriegen kann. Oder ist ja egal. Man kann sich ja eigentlich in Schweden fast überall hinpflanzen, außer natürlich Privatgelände und Co. Aber es ist klasse. Das Wetter soll richtig toll werden. Zwar noch frisch, auch die Nächte sehr kalt. Deswegen ist das Rad auch ein bisschen dicker, voll gepackt. Ich wollte eigentlich mit viel weniger los, aber ich muss den Winterschlafsack mitnehmen und der ist so groß wie eine Hintertasche. Ja, schade eigentlich, dass es sehr kalt ist. Das war ist noch nicht mal so kalt wie letztes Mal. Das habe ich noch nicht so kalt. Das war heute Morgen sogar Frost in Dänemark so bei der Fahrt hierher. Unglaublich. Ja, die Nächte werden klein Ticken wärmer, aber nicht gerade. Aber das ist dabei. Das ist ein Abenteuer. Ja, keine großen Highlights auf der Tour. Ein paar Ortschaften wird es gehen, ein paar Kirchen wie immer. Schöne Aussichten, tolle Landschaften hoffentlich. Mehr sehen, denn ich werde mir einfach nur rüberfahren, ja, bis ich wieder auf die Ostsee treffe und dann kehre ich wieder um. Ja, Schweden ist groß. Ja, das ist schon eine mächtige Strecke. Ich will es auch genießen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich brauche mich ja nicht beeilen. Ich habe kein Hotel, wo ich bis so und so oder Campingplatz einchecken muss. Das will ich mal jetzt erleben. 4 Tage, 3 Nächte in Schweden. Also dann viel Spaß dabei. Ja, bei meinem kleinen Abenteuer hier in Schweden. Die ersten 16 Kilometer habe ich jetzt hier in Schweden verbracht. Und nach der Autobahn, da wurde es ländlich und es wurde schwedisch. Echt toll. Ja, diese Schilder finde ich schon, das macht es schon aus, dieses Rot, Schwarz, Gelb. Ja, und dann die Aussicht hier schon wieder. Ja, wild ist es hier bestimmt noch nicht. Das dauert auch noch etwas. Da ist so der erste Rücken, ja, der so ein bisschen Nationalpark ist. Aber das ist so ein einzelner Berg. Ja, Hügellandschaft, das ist noch nicht so richtig. Das dauert noch, aber es wird jetzt schon klasse. Auch hinter mir dieser Ort, auch schon wieder richtig klasse. Wie die Häuser hier aussehen, ganz anders und das macht es aus. Ja, ich freue mich auf die nächsten Kilometer, absolut. Ja, wie man sieht, der Raps ist hier noch nicht so weit. Ja, bis Anfang Mai war hier eigentlich fast noch Winter. Es war hier immer eisig kalt. Ja, bei uns war es schon kalt, aber hier war es noch richtig kalt. Ja, aber jetzt kommt der Frühling auch hier. Ja, ich würde sagen, das ist ungefähr so weit wie bei meiner letzten kleinen Radreise auf dem Weser-Harz-Heide-Radweg. Ungefähr so ist das jetzt hier. Aber es macht schon jetzt wieder Spaß. Einfach nur genial. Es ist zwar noch frisch, aber völlig egal. Aber weiter geht's jetzt hier in dieser schwedischen Landschaft. Musik.
fahre hier gerade auf dem schwedischen Weg. Den Radweg, den folge ich ein wenig, aber nicht nur. Wie gesagt, ich bin auf einer selbst geplanten Route. Da werde ich das irgendwann mal verlassen. EKP bin ich durch. Aber schaut euch das an mit dem Raps. Die Sonne kommt jetzt ein bisschen mehr durch. Es wird langsam wärmer, Jacke ist aus. Aber es ist noch grenzwertig irgendwie, dieser kalte Wind. Er ist nicht stark, aber dieser Westwind ist doch frisch. Aber es ist als Rückenwind für mich. Ja, aber es ist richtig stark. Ja, sieht anders aus als bei uns zu Hause. Ganz andere Gegend, genau das gefällt mir. Ja, und weiter geht's. Ihr seht Straßen hier, aber nichts los. Ja, Verkehr, fast gar keine, nur ein paar Handvoll Autos. Ja, aber meistens ja, wenn man steht oder was sagen will, was filmen will, da kommen ja Autos, aber diesmal nicht. Ja, ich soll wieder da weiter. Ja, noch ist es hier ziemlich flach. Viele Felder, ja, aber mit den Raps sieht das ja alles ein bisschen besser aus. Na ja, weiter geht's. Mittagspause nach fast 53 Kilometern mache ich jetzt mal eine Pause. Ja, diese alte Mühle, weiß ich nicht, wie sie heißt, ist auch nicht mehr im besten Zustand. Aber die ist oben auf und man hat hier einen guten weiten Blick über die Felder. Richtig schöner Blick, finde ich. Ja, es ist nicht großartig hier das Panorama. Also Riesenberge sind nicht zu sehen, eigentlich nur Felder, aber ist trotzdem klasse. Ja, die Sonne, ja, hier im Windschatten, muss ich sagen, recht warm. Aber im Wind ist es immer noch recht kalt. Es ist zu Mittags. 12 Uhr ist es jetzt. Boah, kalt. Dürfte höchstens 10, 11, 12 Grad sein. Ja, Höchsttemperatur war ja auch 14 Grad heute angesagt. Aber hier ist es richtig schön warm. Hier kann man schön eine Pause machen. Passt total. Ja, und dann geht's so weiter. Kann ich sagen, was jetzt noch kommt als nächstes. Ein paar große Orte kommen noch, also größere, wo man ja auch mal was einkaufen kann. Aber jetzt ist erstmal Mittag, also Mahlzeit und dann geht's weiter. Thank you.
Einfach mal wieder sehr herrlich hier. Wunderherrlich. Kann ich echt nur so sagen. Die Fettlerche singt. Angenehmer Wind. Es ist zwar noch frisch, wie gesagt, aber richtig toll. Und mit diesen Raps, meine Güte, sieht das toll aus. Und dann gerade irgendwie so ein Highlight, ein Schloss, so ein paar Bauernhöfe oder so, die so richtig einsam liegen. Das sieht richtig toll aus. Also das ist Schweden. Ja, noch ein bisschen viel Felder, aber man merkt schon, es wird so ein bisschen anders. Es wird hügeliger, aber einfach nur klasse. Ich bin mal gespannt, was da noch alles auf den Weg kommt. Also ich bin jetzt begeistert, vor allen Dingen, weil ich auch Rückenwind habe. Und Sonne, endlich. Das hatte ich bei meiner Langreise ja nur ganz wenig. Ah, es ist klasse. Ja, weiter geht's. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that das ist nun das große Highlight heute. Die Ringsjön heißen die. Der westliche ist hier, irgendwo dahinter. Der Langzunge ist noch einer, der östliche. Ja, hier ist alles unter Naturschutz. Auch nicht so gut ranzukommen. Hier ist so eine Beobachtungsstation oder so ein Aussichtsguck. Ist auch nicht schlecht. Ist das schön. Alter Schwede, ist das schön. Oh, angenehme Brise. Wie gesagt, kalt, aber naja. Macht Spaß. Das ist jetzt das absolute Highlight heute. Viele Seen sind da heute nicht, außer die beiden. Mal sehen, ob ich noch mal woanders rankomme. Vielleicht eine Badestelle. Hier sind ja noch viel Strecke an dem See, an den Seen. Mal schauen, was da geht. Ich bin jetzt bei Kilometer 76 schon. Aber es ist noch gerade, noch nicht mal zwei. Wow, es läuft. Super, macht Spaß. Immer weiter. This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm just loving. Ein Traum. Hier kann man auch mal mit kurzen Ärmeln und so sitzen. Richtig toll. Ja, aber der Wind ist kalt, aber hier kommt er nicht hin. Und natürlich war ich auch im Wasser. Ja, das ist die Möglichkeit, sich zu waschen auf dieser Tour. Ja, ich bin ja nicht auf dem Campingplatz oder Hotel. Kein fließend Wasser. Also ab ins Wasser. Es war kühl, aber ich muss sagen, es ging locker. Ja, ich habe mich auch schon im Winter so ein bisschen abgehärtet im kühlen Wasser, im eiskalten Wasser. Da war das schon wieder richtig warm. Deswegen habe ich das auch gemacht. Ja, und jetzt, was macht das haben?
12 Grad vielleicht. So viel Sonne hatten die hier noch nicht. Ja, und heute ist so ein richtig toller Tag. Und ja, macht auch Spaß, nochmal zu baden, wenn andere nicht baden gehen. Aber echt klasse, ich mache jetzt noch eine Snackpause. Dann kommt gleich auch nochmal ein größerer Ort. Da werde ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen was einkaufen. Dann noch was essen, schaue ich mal. Ja, noch ein paar Minuten hier genießen, das ist ja, Moment, ich schaue mal. 15:30 Uhr ist und ich habe nur noch, ja, bis zum Schlafplatz, den ich mir ausgesucht habe, 18 Kilometer. Die Stadt ist irgendwie 8 Kilometer entfernt, Horby oder so heißt die. Gibt es natürlich Einkaufsmöglichkeiten und es ist an diesem Feiertag natürlich offen. Das ist in Schweden so. Das ist ja top und das macht auch Spaß und Laune, braucht man sich überhaupt nicht drum kümmern. Alles super, ja. Das ist einfach nur klasse. Richtig warm jetzt hier. Gerade noch gefroren auf dem Hinweg hier. Oh, aber jetzt geil. Einfach geil. Wunderherrlich. Das kann man nicht toppen. Wasser war toll. Ich bin jetzt wieder gewaschen. Ja, ein bisschen schwitzen werde ich wahrscheinlich noch. Meinen Schlafplatz, den ich ausgesucht habe, wo ich ungefähr die Stelle, die ist oben. Ja, da muss man so 100 Höhenmeter hoch. Da kommt man noch mal ins Schwitzen, aber egal. Hier ist alles gut. Alles top. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man hier zelten darf. Es könnte sein. Wäre natürlich auch ein tolles Plätzchen, aber das passt nicht in meinen Rahmen, was ich denn morgen erreichen will. Weil morgen habe ich auch, oh, na, ich will nichts verraten, aber schaut euch das an, private Badebuchten hier so ein bisschen. Das ist kein Naturschutzgebiet, das ist ein bisschen weiter drüben. Ja, echt klasse. Ja, das ist der, muss ich ja nochmal sagen, der Oster- oder Österringsdürn. Halt der östliche von den beiden. Ich weiß nicht, ob der größer ist, ich glaube, das sah auf der Karte ziemlich gleich aus, aber... Leute, das Wasser ist zwar kalt, aber erfrischt total, belebt die Geister und dann kann es auch jetzt weitergehen auf die letzten 18 Kilometer plus einkaufen in der Stadt. Ach Leute, ich will nicht mehr sagen, genießen werde ich das hier noch. Ist das geil, das, Mann, ist das jetzt toll hier. Hier kommt wieder kein Wind an. Bin jetzt hier in Hörby, hab eingekauft. Was gibt das natürlich? Das esse ich meistens. Kartoffelsalat und Würste, da kann ich mich echt gut ernähren. Ich brauche nichts Warmes. Das brauche ich irgendwie nicht. Ich hab's zwar mit, ich habe den Kocher mitgenommen. Falls ich denn doch zu viel Hunger habe heute Abend, dann könnte ich dann nochmal was kochen. Will ich aber eigentlich nicht. Ja. So, ein paar Salamis, die habe ich noch von zu Hause mit, die müssen weg, kleine. Und natürlich noch ein bisschen Energy, muss auch noch mal wieder haben, ein bisschen Zucker. Ja, Mann, über 100 Kilometer schon wieder. 17 Uhr, es ist so geiles Wetter. Leider wird die Nacht ziemlich kalt, aber da kommen wir auch noch durch. Ja. Also, essen. Den Ort nochmal. Ja, ich glaube, da ist auch nichts viel Besonderes. Ja, und dann geht es die letzten 10 Kilometer irgendwo rein in den Wald. Und dann mal sehen, ob ich da einen Schlafplatz finde. Langsam, aber sicher. Ich genieße das erstmal hier. Wow, es brennt aber auch die Sonne. Aber es ist trotzdem nur 14 Grad. Unglaublich. Aber Mahlzeit. Thank you.
Nach 113 Kilometern und 100, nein, 800 Höhenmetern bin ich jetzt hier hingekommen, wo ich hin wollte oder mein erstes Ziel war. Hier ist ein Unterstand, so ein Shelter, ja, hier ist Wasser, Toilette, alles. Ja, ist natürlich besetzt bei dem tollen Wetter, habe ich schon gedacht, deswegen habe ich auch das Zelt mit. Ja, und allemannsrecht darf man hier auch zelten, aber es ist eher so ein Trekkingplatz, so richtig Wildnis ist es hier nicht. Ich hätte jetzt auch ein Stück weiter gehen können oder was weiß ich, hier Wasser auffüllen oder was irgendwie. Ja, aber nö, ich bleib jetzt hier, ist lang für heute. Waren doch etliche Höhenmeter, fand ich. Ja, aber toll war die Strecke, muss ich sagen. Ist besser gewesen, als ich gedacht habe. Ich dachte, die ersten 80 Kilometer ist gar nichts. Bis zu den Seen dahin, wo ich dann gebadet habe, auch. Das war auch richtig toll. Da schlief der Wind zu gerade ein. Jetzt ist überhaupt kein Wind mehr. Ja, wunderbar. Man hört nur das Gezwitscher. Oder das Geschnacke von den Leuten, die auch hier sind. Das ist einfach klasse. Super gelaufen. Schweden ist anders, das kann ich nur empfehlen. Überhaupt Ausland ist anders, aber hier ist Schweden. Es sah so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Richtig Wildnis war es noch nicht. Jetzt zum Schluss wurde es anders. Ja, aber jetzt ist richtig klasse. Hier ist ein riesen Waldgebiet. Ja, da geht auch so ein langer, ja, so ein Trek durch. Deswegen ist hier auch ein Shelter. Der zieht die sich einfach hier so durch. Der ist über ein paar hundert Kilometer lang. Ja, die laufen, die anderen, die hier sind, die sind ohne Fahrrad hier. Ja, aber ich bin ja auch den schwedischen Weg ein bisschen gefolgt und den Radweg ist gerne. Aber ich bin mehr so quer durch, nicht nur auf diesen Radwegen. Einfach mal so geplant, durchgezogen. Ja, kleine Ecken waren da drin, die haben natürlich wieder nicht gepasst bei Komoot, wo ich es geplant habe. War kein Weg, aber es war nur ganz kurz, da musste man einmal so ein bisschen rum. Und gut, ja, absolutes Highlight war natürlich meine Badestelle am Ringsjön. Dass es da ausgerechnet, denn der Westwind einschläft, sonst würde er genau da, hätte er dann auch drauf geknallt. Wunderbar, das war auf einmal so warm, aber richtig warm war es heute wirklich nicht, 14 Grad. Ja, es war echt frisch, jetzt wird es auch wieder frisch, 19, 20 müsste es jetzt schon sein, ich habe das Zelt ja schon aufgebaut. Einfach klasse. Ja, war eine tolle Tour, tolle Highlights, tolle Aussichten. Mühle war da, ja. Ach, ist egal, was da war. Die ganzen Rapsfelder, große Aussichten, hoch, runter. Alles war toll. Einfach nur was Neues sehen. Anderes Land, einfach klasse. Ja, ich hoffe, ja, es hat dann gefallen. Aber eins muss ich noch sagen, ihr habt ja gesehen, ich bin mit dem Gravelbike unterwegs. Ist natürlich so knapp an der, vielleicht sogar ein bisschen überladen. Ja, mein anderes Rad, mein Reiserad, das Böttcher Evolution, hat auf den letzten Kilometern in Braunschweig, ja, ein Defekt irgendwie hat sich da eingeschlichen. Das ist da beim Laden, aber die ist natürlich die Hölle los. Haben es nicht geschafft, es noch zu reparieren. Das ist, glaube ich, auch nur eine Kleinigkeit, aber ich weiß es nicht. Oh, Leute, so viel Defekts. Ja, ich habe ja noch einen gehabt, aber da komme ich bestimmt noch mal ein extra Video zu. Ja. Habe ich nicht mit meinen anderen Rädern alle gehabt. Ja, komisch, komisch. Ja, aber im Moment funktioniert es. Ich hoffe, das Rad hält. Ist leicht, wie gesagt, leicht überladen. Da hat es da schon mal die Felge so ein bisschen zerrissen. Ich versuche, ja, ich habe einiges zu Hause gelassen. Ja, der eine Schlafsack, mein Daunenschlafsack, nimmt ja schon eine große Tasche ein. Und dann muss ich das auf allen verteilen. So ein bisschen, was ich noch mit habe. Koche, ja, habe ich heute wieder nicht gebraucht. War aber schon fast geplant. Naja, jetzt habe ich noch ein bisschen Naschi vor, ein bisschen was trinken und dann werde ich früh schlafen. Ich bin ja früh losgefahren heute Morgen, um nach Helsingborg zu kommen. Einfach nur klasse. Ich kann es nur empfehlen. Oh, muss ja nicht so weit sein, aber Schweden ist einfach toll. Es hat ein anderes Flair, einfach klasse. Naja, ich will jetzt auch nicht weiterreden. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ich verspreche, morgen kommt auch ein paar Seen mehr. Auf jeden Fall, es wird ein bisschen wilder. Also dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ja, hier heißt es ja. Hi, hi. Euer Flachlandroller Thorsten.